Ja, hallo und willkommen zurück zu Mr. Online Rohlife, Folge 7 unserer Journey mit Bob, der Baumeister. Und dann gehen wir jetzt mal in dieses Büchlein hier, weil uns das der einzige Weg erscheint, der hier noch sinnvoll ist. Sinnvoll ist. Oder logisch nachvollziehbar. Ja, man kann es an Lügen strafen. Vielleicht. Okay, gewittert's. Okay, das ist mal eine komplett andere. Hallo? Bist du wahrscheinlich. Bin ich nicht hier? Ich bin in meinem, warum bin ich in meinem? Ah, weil es wahrscheinlich komplett neue Welt ist. Ja. Müssen wir jetzt wieder einladen. Toll. Ach so, okay. Dann. Wieder zurück in den Nexus. Warum trägt der Typ kein Buch dabei für Nexus? Ich weiß das nicht. Chemo. Das ist glaube ich, das ist Gira und das ist Chemo. Emo, Junge. Emo. Emo? Habe ich eigentlich so eine freie Sicht auch? Nee, ne? Gar nicht. Aber ich habe immerhin einen Hellmann. Chemo, okay. Warten wir auf den Torius und gehen erstmal. Was kriecht denn da rum? Tod! Irgendwie was Insektenartiges. Ja, eigentlich ist es jetzt Zeit für einen Kaffee, den ich mir mal jetzt ziehen müsste. Aber dafür werde ich das Mikro gleich mal ausmachen. Es sind, muss eine Kuh ausmachen? Ja, diesen CO ist ja natürlich ein bisschen lauter. Hallo. Hallo Bob. Boah, ist so eine Plauze, ey. Guck dich mal an. Was? Das bei mir ist das Wohlstand. Bei dir ist es Unterernährung. Nein, bei dir ist es Unterernährung. Naja. Das ist ja wirklich so, ne? Das ist fast. Ja, ist dasselbe. Also, guckst du in Afrika, die unterernährten Kinder, die haben alle eine Plauze, ne? Ja, das ist Unterernährung. Aber ist schön. Schon eine Hand. Ja? Ja. Hier wohne ich jetzt. Ich will jetzt hier. So. Nicht über den Rasen laufen. Mein Gott. Richtig, nicht über den Rasen laufen. Auf Edo würdest du dafür vom Beschützer bestraft werden, Junge. Wie kommt das Schild auf den Rasen? Das war da, bevor der Rasen gewachsen ist. Korrekt. Bin mal gespannt, ob das dasselbe Age ist. Ja. Yep. Gehört also dazu. It's connecting. Das Wetter hört sich hier aber nicht gut an. Ja, es müssen ja nicht alle, nicht alle hier Zeit. Hier waren wir schon. Was? Wenn wir erstmal hier oben gucken. Du musst dich doch auch umgucken in diesem. Du hast es gemacht, dass es regnet. Ja, da waren wir schon. Also die, da hier, da. Die Zeit. Ja, ja. Die Zeitalter. Müssen die denn hier mal stimmig sein? Das kennen wir ja auch von Minecraft, ne? Naja. Oh mein Gott, die Welt löst sich auf. Toll, das Wetter. Oh, die Steine wirken jetzt nass. So. Zumindest im Versuch. Das Problem ist, da es jetzt regnet, sieht man natürlich die Hände schlechter. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Ausgang. Ja. Ich glaube, Regen und Donner war auch ein Zeichen von Instabilität. Muss nicht sein. Oh. Trocken. Schöne Höhlenmalereien hier, ne? Das müssen wir.
Rock passt zwar nicht ganz zum Rest, aber... Muss halt auch ganz so rechnen. Oh. Cool. Was denn? Glühwürmchen. Glühwürmchen Gangbang, oder was? Das ist... Orgie. Glühwürmchen Orgie. Ja, das ist... Das, du musst das aus dem Aspekt der damaligen Grafik-Engine sehen, ja? Das ist Physics. Less. Das ist Physik. Das gab's so selten. Sie zeigen dir wahrscheinlich irgendwas an, den Weg. Nee, ist einfach nur random, so wie es aussieht. Hier ist nämlich nichts. Physikalisch zusammengewürfelte Glühwürmchen. Ich hab dich jetzt verloren, okay, du bist da hinten. Ich geh erstmal hier vorne gucken. Guck mal gerade noch ein paar Höhlenmalereien an. Und vor allem diese Tiere hier an der Wand, ne? Hier dieses. Ja, das da oben. Oh. Ach, da! Oh. Bisschen creepy. No, floating stone. Wahrscheinlich mit Hand hinten dran. Ja, ne, eine Seite. Noch eine. Eben machen oder was anderes? Erstmal weiter gucken. Wir können eigentlich machen eben, weil wir sind ja auch wieder nicht weit gekommen. Ne? Teekessel. Ah ja, das sieht mir... Toll. Man kommt dadurch einfach an irgendwelche Stelle in der Social Era, wo du so gar nicht hinkommst. Korrekt. Komm ich hier runter? Ja. Ich komme aber nicht... Ja, runter kommst du, kommst aber nicht weiter wahrscheinlich. Runter kommen sie alle. Das ist natürlich schade. Ja, da scheinen wirklich solche so Stofffetzen von Leuten, die einfach mal irgendwelche Seiten gelinkt haben. Wahrscheinlich. Ja, das heißt dann wieder zurück zum Reitu und ja. Das war ja dann mal wieder. Nichts. Ein ziemlich großer Schuss, ja. Aber man ist halt mal gewesen. Ne? Das ist ja das Interessante dabei. Wenn du das alles aufschreibst und merkst, dann hast du immer so die Seiten, wo du dann so cool dann so oben da rumstehen kannst. So, weißt du, hey, yo, und ihr kommt hier nicht hoch, ihr Idiot. Oh, die hat jetzt sogar zwei Seiten. Ja. Gut, das können wir schließen. Dieses Buch aufmachen. Die Bücher passen ja auch eigentlich so auch farblich zusammen, ne? Zumindest das eine ist rot, das erste, wo wir drin waren, und das zweite jetzt ist grün, hat denselben Einband quasi, nur andere Farbe. Ach so. So, ich bin wieder am Baum. Ich glaube, ich muss der virtuellen Maschine hier mal ein bisschen mehr Leistung geben. Ich habe teilweise so Mikroruckler. Das ist echt nervtötend. Okay. Ja, das ist auch das Problem, weil bei mir, wie man ja sieht, ich habe hier, Moment, da, ich habe hier eine VM laufen. Und weil müsst OLive nicht bei mir, es läuft zwar, aber ich habe Grafikfehler. Mit den... Das ist wahrscheinlich an deiner Grafikkarte. Jein. Das kann ja nicht, weil ich spiele es ja in der virtuellen Maschine, spiele ich es ja richtig. Ohne Grafikfehler. Ja. Was ist mit dem Grafiktreiber? Hm? Ja, richtig. Das kann das dann im Grafiktreiber sein, aber das, die virtuelle Maschine muss ja auch irgendwo drauf zugreifen können, auf einen Grafiktreiber, sonst würde es ja nicht funktionieren. Es ist gelogen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, es funktioniert bei mir nur halt in der virtuellen Maschine.
unter Windows XP dann. Windows 7 läuft zwar auch, aber... Lagger, Lagger. Ja. Ah, nicht Lagger, es hat halt so, so ein paar Mikroruckler manchmal. Ist nicht schön. Oh, aber selten. Aber selten. So, Nexus, wo bist du, oder? Da. Oh, da sind die Glühwürmchen wieder. Holy Glühwürmchen. Machen wir das Glühwürmchen. Ah, es sind doch keine Glühwürmchen. Das Würmchen Glüh. Nö. Also wenn diese... Ja, das wirst du gleich selber sehen. Du hast jetzt natürlich gespawnt. Wieder laufen. Ist ja nicht weit. Da war wieder so ein Mikro, und da ist schon wieder ein Mikro, klar. Aber wahrscheinlich, weil du die Welt gerade betreten hast. Ja, das Witzige ist, ich habe den Mikroruckler auch gehabt. Jetzt ist auch wieder schönes Wetter, ne? Ja, ja. Ist ja dynamisch. Wir über den Rasen gelaufen sind, weißt ist du? Ist ja dynamisch, ist ja. Naja, wir waren über den Rasen gelaufen, das war der Edo-Gott. Ach so. Naja. Ah, guck mal an. Push the hand. Fehlen uns nur noch drei. Come here, yes, yes, yes. There, look, look there. Ah. Roger. Wir sind viel zu schnell unterwegs und müssen das hier mal so ein bisschen chilliger angehen. Wir können gar nicht diese Welt genießen. Diese Dinger hier erinnern mich an diese Schoten von Secret World, ey. Hier oben liegt ein Büchlein. Oh. Notebook. Wieder so ein... The story of Shoma taken from book 43C, we have yet to name it. Translation, Nick, first draft. Gut, wenn man jetzt natürlich richtig alles storymäßig lesen möchte, dann sollte man sich alle Notizbücher, alle Storybücher mal durchlesen. Also bei Myst, bei Myst mache ich das ja auch. Da steht ja auch teilweise wirklich zur Zeitalterlösung einiges in den Büchern drin. Und das erzählt ja auch ein bisschen was von der Story und von Atros und seinen beiden Söhnen und seiner Tochter, Frau, Geliebten. Bester. Bester. Ich habe immer noch nicht. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die Mistbücher anzufangen. Meine Schande. Das Buch Nie und Buch Atrus. Ja, das gab's auch selten. Mich würde mal interessieren, was das für eine Engine ist. Ist das eine selbstentwickelte oder ist das eine vorgefertigte? Next book. Ne, geht wieder zurück. Vielleicht woanders hin. Ich geh mal gucken. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ja, richtig. Der Weg hier ist vorbei, zu Ende. Ja. Ich glaube, wir haben einfach tonnenweise Weltentücher vergessen. Kann das sein? Guck mal hier. Ja, und es fehlen jetzt noch im Grunde genau zwei Finger. Also mir fehlen ein bisschen mehr wie nur zwei Finger. Drei. Also zwei waren jetzt in der ersten. So, hier habe ich jetzt zwei gepusht auch.
Das macht von 7, macht es 4. Das heißt, 3 fehlen. Ja, 3. Aber wo 3? Die können ja nur hier in der anderen Welt sein. Relativ. So, das ist der in der Säule. Ah, hier habe ich noch eine. Ah. Jetzt fehlen noch 2. Und wo? Bist du, wo bist du? Du bist wieder in einer anderen. Bin ich nicht? Ja. Ich bin wahrscheinlich in deiner eigenen. Ich bin über das. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, gut, dann machen wir es getrennt. Du musst, wenn du beim ersten Dings bist, wo der Brunnen ist, da ist doch auch so ein Pavillon. Ach, Moment, jetzt wieder zurück in die andere Welt. Ja, natürlich, diese roten nicht, in der einen. Einverstanden. In der roten wirst du nichts mehr finden, da haben wir alles abgehört. So, ja, gut. Es regnet. Gleich. Bambus, sagst du. Ja. Und dann? Dahinter. Das ist die Steinkante. Ah, da, die. Okay, da haben wir natürlich jetzt nicht hintergeguckt. Stimmt. In der Ecke, ja. So, weiter gucken. 2 noch. Zwei. Also in der ersten Abschnitt wird wahrscheinlich nicht noch einer sein, weil das wäre nämlich zu nah beieinander. Ja, das sind ja schon 2, die direkt nah beieinander sind. Das wäre ja. Sehr ja, das finde ich bei der Welt ein bisschen schade. Die hätten hier ein bisschen mehr Rätsel reinmachen können. Im Moment suchst du ja nur. Das ist ja nur suchen. Gucken, ne? Suchen. So ja, gut, aber es muss ja nicht immer nur alles Rätsel sein, ne? Ja, ist natürlich irgendwo auch schöner, finde ich. Ich glaube, hier bei den Bäumen muss noch irgendwas vielleicht so rumoxidieren. Da ist ein komischer Käfer. Kann man hier irgendwo dran ziehen? Hast du das mal ausprobiert? Nö. Das sind riesige Pilze. Ah, da oben. Aha. Wenn du weitergehst, hast du ja auch diesen schwebenden Stein, ne? Ja, da bin ich gerade auch. Der Kreuz und der Torbogen, da hast du ja so eine. Der Kreis, die Senke mit den Höhlenmalereien im Rund, wo oben drüber so eine Laterne ist. Ja. Na? Da hoch. Guck dir mal die Laterne links von der Seite an. Naja. Gesehen. So, damit waren es. Nur noch einer. Eine Brücke. Könnte sein. Oh, nix an der Brücke. Ansonsten habe ich hier mehr gefunden. Was mich aber noch die Überlegung bringt, ist ja in der unterm Wasserfall in der anderen Welt. Das muss ja einen Sinn haben, dass man hier am Ende wieder zurückkommt. Da war ja auch so ein Höhlendurchgang, das muss doch einen Sinn ich haben. Ich habe da noch eine Seite gefunden. Also nicht. Ah, komm. Da drauf, du. Ah, so. Da ist eine. Nein, das ist wahrscheinlich eine andere Page. Wenn du bei diesen komischen Pflanzen spuckenden Dingern da, ne, diese Teile,
Lauf da mal auf diesen Torbogen, wo oben dieses blaue Buch ist, und guck mal durch den Torbogen. Dann siehst du da so eine weiße Seite auf der linken Seite auf so einem Vorsprung. Oder was immer das ist. Ja, das ist so eine Ray-2-Zusatzseite. Ja. Do you have it? Nee. Ja, ich bin gerade komischerweise. Also ich bin jetzt mal nochmal durch das Buch gegangen und bin in diese Höhle gelaufen. Hier ganz schön dunkel, muss ich sagen. Ah, ist da noch was? Auf jeden Fall kann ich laufen, ich bin gerade in stockender Finsternis. Ich sehe gar nichts. Ich finde den Weg auch nicht mehr zurück. Hm. Hier gibt es ja auch keine Taschenlampe, nix. Korrekt. Oder kann der Key Licht machen? Mal ausprobieren. Key, hallo Key, kannst du Licht machen? Hast du sowas wie eine Taschenlampe? Anscheinend nicht. Oder? Ist keine Taschenlampe. Der Key ist keine Taschenlampe. Ich dann hier? Der wir rüber. Hat nicht. Ja, da musst du halt cheaten. Ja, weiß ja wie. Ohne Teuerlichkeit, gib ihm. Seite auf mir. Ja. Bin nicht mehr raus. Ah, doch, da ist der Ausgang. Oder geht's hier lang? Oh ne, ich hab den Weg doch gefunden und das ohne Licht. Rein oder raus? Ich bin oben angekommen, durch den Tunnel unten da beim Wasserfall. Da wird wahrscheinlich noch eine Seite liegen. Da wird irgendwo noch eine Seite sein, ja. Weil nämlich hier ist absolut nothing. Ja, hier ist noch ein Weg, aber hier ist auch schon wieder dunkel. Also, wenn man weiß, ob der Key eine Taschenlampe ist, bitte in die Kommentare. Mach den Key zur Taschenlampe. Oder wie man anders zu einer Taschenlampe kommt. Lichtquelle oder ähnliches. Also der Weg durch den Wasserfall. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, aber irgendwie, das muss doch einen Sinn haben, dass es so hier so dunkel ist. Ich kann jetzt aber auch nicht cheaten, ich kann meinen Monitor nicht heller drehen. Ja, habe ich schon mit Gamma versucht, in den Einstellungen das zu knicken. Dann wäre das eine reine Monitoreinstellung. Aber na gut, ich werde mal versuchen, ob ich da einfach so hochlaufen kann. So darüber. Zurück. Eine Möglichkeit ist natürlich rückwärts zu laufen, ne? Ich sehe aber wirklich gar nichts, ey. Das ist ja stockenfinster hier dann. Ah, das ist ja echt fies. Was gibt's denn für eine Lichtquelle? Warte mal, was ist mit den Glühwürmchen? Ja, nee, ich glaube, das kannst du nicht mitnehmen. Boah, es ist dunkel. Ja, hier. Mal gucken. Hier gewittert schon wieder. Seh nix. Man eigentlich hatte hier eigentlich so immer fast alles einen Sinn, oder? Ja.
Bis auf die komischen Viecher an der Wand. Warte mal. Wenn man sich die Höhlenmalereien mal anguckt. Okay. Ich habe nämlich hier gerade bei diesem Tunneldurchgang, ne? Mhm. Mir gerade ein Bild aufgefallen für so eine Figur. Gut, der hat vier Arme, aber um den herum sind gelbe Punkte. Ja, toll. Jetzt bin ich hier im absoluten stockdustere Finsternis hier. Okay. Höhlenmalerei, gelbe Arme, Punkte. Ja. Hast du mal so probiert, ob es da drin vielleicht so eine Maschine oder so auch gibt, die Licht macht? Ich hab keine gesehen. Boah, ich muss mal die Lichtquellen ausmachen, ja, vielleicht sehe ich dann mehr. Wie war das jetzt mit diesem anderen, dieser Real-2-Seite oben bei dem Buch? Dieser Durchgang, wo oben der das Buch auf diesem Bogen liegt. Aha. Dreh dich um 180 Grad. Ach da, stehe ich, ja. Okay, ich komme hier aber nicht. Ich kann hier auch nicht mit Zaun oder so navigieren, das geht gar nicht, es ist einfach nur dunkel. Wenn ich L drücke. Ja, einfach. Complete Blackness. Das ist zum Beispiel dann mal eine gute Grafik-Engine, wo du wirklich Dunkelheit machen kannst. Wo die Leute dann nicht cheaten könnten mit von wegen. Hier, ich drehe einfach mal heller, ne? Ja, ich weiß nicht, ob du cheaten kannst. Ich habe es keine Lust, meinen Monitor umzustellen. Es ist auf jeden Fall dunkel. Ich komme ja auch nie wieder raus. Irgendwie. Oh, ich bin's verloren. Lost in Age. Ich hab Glühwürmchen, die mir folgen. Cool. Kannst du die mitnehmen? Ich kann sehen. Auf jeden Fall folgen sie mir. Hast du sie angetriggert? Ich glaube, man darf nicht rennen, mal dann. Ich komme hier nicht raus. Ja, mit den Glühwürmchen natürlich wäre das natürlich eine geile Sache, aber ich glaube nicht, dass die beim Age-Wechsel mitkommen. Das muss man doch hinkriegen. Eine Seite fehlt noch. So, Glühwürmchen, die dir folgen, sagst du. Ja, du musst aber ein bisschen im Schwarm stehen bleiben und laufen. Schwarm verfolgen. Und man darf nicht rennen. Ah ja. Was
sehe ich jetzt, das sind Glühwürmchen, die quasi... Oh, die machen Licht, ja. Logischerweise, das sind ja keine Glühwürmchen, ne? Aber ja, das könnte durchaus funktionieren. Wenn sie denn mitkommen. Ja. Aber welchen anderen Sinn sollte das sonst haben, dass sie dir folgen? Tatsache, die sind mitgekommen. Ja, dann passt es. Dann hast du deine letzte Seite dann da. So. Frage ich jetzt nur, wie kommst du durch den Wasserfall? Nein, sie sind weg! Oh nein! Also schnell rennen ist echt nicht, sobald du rennst, ist vorbei. Nee, ich bin auch gegangen. Da waren sie auch weg. Ja, aber ich meine, ich wollte jetzt übers Wasser springen. Vorsichtshalber einfach, weißt du, aber. Ja. Ja. Vielleicht kommen sie ja wieder. Ja, das ist suspicious. Ich hab die aber auch. Ich hab nichts, kein Inventar, kein gar nichts, kein Licht. Eigentlich ein bisschen traurig, aber naja. Weißt du, hier sind übrigens solche Sachen und teilweise Technik, die man so im echten Leben nicht mal hätte, weißt du, aber das ist keine Taschenlampe. Roger. Tja, Alternativen. Ja gut, machen wir mal erstmal hier, also ich mache kurz Pause und dann gucken wir mal, dass wir eine Lösung finden und wenn wir die Lösung gefunden haben, dann geht's weiter. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt mal Rätselversuch. Lösung Nummer 2. Hier kann man sich diese Partikel, die hier rumfliegen, ne, diese Glühwürmchen, die, wenn man sich da reinstellt, kriegt man so ein paar mit. Und die folgen einem auch durch das Agebook. Und da diese kleinen Viecher ihr Licht emittieren, sollte es theoretisch machbar sein. Wenn man es schön sieht, ja. Da Licht in den Tunnel zu kriegen. Das ist schon das dritte Mal, dass wir das ausprobieren. Die mögen keinen Dampf, die mögen kein Wasser und die mögen es nicht, wenn man mehr als zweimal springt. Und die mögen es nicht, wenn man rennt. Und wenn man rennt, richtig. Und ich hoffe jetzt, dass es kein Fail wird. So. Aus der Höhle habe ich mir diesen Hocker, Torius, meinst du das? Hier diesen Hocker besorgt. Hat hier einfach mal so zwischengeklemmt. Der gilt quasi so als kleine Brücke, damit ich nur einmal springen muss. Und das sollte auch ganz gut funktionieren. Ja, hat das auch.
Hier und jetzt noch einen Sprung. Ja, und ich habe noch Glühwürmchen dabei. 4, 5 Stück. Der Hocker lag dann hier. Okay. So, das sollte jetzt hier funktionieren. Und ja, allzu viel sieht man natürlich jetzt auch wieder hier nicht, aber hier ist so ein Glühapparillo. Ja, allerdings darfst du gleich nochmal da durchgehen. Warum? Oben kommt noch eine Ecke, wo man springen müsste, wo Wasser ist. Und das, ja. Bist du durch die Tür? Erstmal, du wirst es schon sehen. Glücklicherweise habe ich noch einen Hocker gefunden. Okay. Also diesen Lichtkegel da hast du angemacht, ne? Ja, ja. Ach du Schande, du ahnst es nicht. Wie soll das denn gehen? Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Aber hier ist noch eine Lampe. Oh. Nein, 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 nein! Ach, Deutsch. Wie soll man den Hocker denn hier hinkriegen, wo die einen veräppeln? Obwohl, man kann den Hocker vielleicht noch unten hinbauen, dann braucht man hier unten nicht springen. Dann hat man da auch noch welche da oben. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Ja. Ist natürlich die Frage, wo gehe ich jetzt am besten den da her? Oben hinzubringen. Bist du auch an der Stelle jetzt, ja? Ja, ist die Frage, brauchst du die Glühwürmchen überhaupt noch, ne? Ja, es geht oben noch weiter und das ist auch stockenfinster. Dann, nachdem du da über diesen kleinen Dings gesprungen bist. Ja. Und wo ist da noch ein Hocker? Wenn du eine höher bist, da gehst, ist da auch wieder Wasserfall, wo du raus kannst, ne? Ja. Ja, ja. Ist, wenn du weiter links gehst, ist da noch ein kleiner Raum hinter mit zwei Hockern drin. Weiter links gehst. Das hat nicht funktioniert. Beide Hocker weggeflogen. Da sind wir machen kann, ist durch den Wasserfall gehen, aber hier ist kein Raum. Doch, wenn du links lang gehst. Also hier ist links. Ist hier nicht viel. Da ist hier so ein. Meinst du den zweiten Raum? Mit der Tür, die du aufmachen kannst. Ja, du die Tür musst du aufmachen, klar. Ja, ja, und dann kommst du durch den Wasserfall. Ich probiere es erstmal hier, ob ich hier drüber springen kann. Vielleicht bleiben mir noch ein paar Nupsis da. Nein, alle weg. Ja, richtig. Oh ja. Durchaus, hier ist dunkel. Deswegen müssen wir die ganze Glühwürmchen-Population umsiedeln. Korrekt. So wird das, denke ich mal, hoffentlich funktionieren und wieder zurück. Und noch einmal, was so schön war. So wird zum Thema, ob es ein Fail wird, ne? Ach da, ah, da sind sogar ein paar mehr Hocker drin. Oh, du willst mir doch nicht sagen, dass. Ja, gut. Ja, die beiden Hocker kann ich dann unten in den Platten am Wasserfall, dann muss ich da nicht springen. Richtig.
Also. Das war auch mein Plan, ja. Ist aber nicht ganz einfach. Hup, runtergekickt. Dass es nicht einfach ist, ist ja auch klar. Wenn es einfach wäre, könnte jeder. Ja, dann dürftest du es ja auch können. Muss ich nur nebeneinander legen, ne? Also so einfach, wie ich dann hört gerade, nebeneinander legen. Oder aufstellen, oder? Oh Gott. Das echte Leben, das ist mein Physik. Nee. Ja gut, dann pausiere ich jetzt hier nochmal. Ich probiere das mal wieder hinzubiegen hier und dann mit Glühwürmchen dann Versuch Nummer 3. So, da sind wir wieder. Mit deiner neuen Fuhr Glühwürmchen. Und dann probieren wir jetzt den Weg hier nochmal. Und zwar habe ich jetzt hier die beiden Stühle so hingestellt. Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, hervorragend. So, dass wir jetzt oben nur noch einmal springen müssen. Quasi. Molo. Somit haben wir dann auch die Glühwürmchenpopulation im anderen Age ausgerottet. So, jetzt nur noch ein kurzer Sprung. Da! Das hat nicht geklappt. Ah, nein. Habe ich da Wasser berührt oder? Ach so. Guide mich mal durchs Dunkel. Ich habe keine Lust, da wieder hinzulaufen. Da musst du eben dich kurz gedulden. Ach, hier sind auch noch solche komischen. Da ist auch irgendwo so ein Muster drin. Ja, so ein Stuhlzeug. Ich sehe es gerade. Ein Stuhlzeug. Ja. Also ich kann hier so schemenhaft Stühle erkennen. Ich komme zu dir. Mit Glühwürmchen, bitte. Denkst du, ich laufe jetzt hier doppelt hin und her, oder was? Ja. Nee. Vor allem mit deinem Ding, wenn du das nicht schaffst. Bei dir da, mit deinem Konstrukt. Hm. Aber mein Konstrukt funktioniert. Ich war nur oben, aber im oberen Wasserfall hat es halt nicht geklappt. Verdammt. Ich hab's keine Lust mehr, schon wieder Glühwürmchen zu springen. Ja doch, ich bin gesprungen, aber ich glaube, ich habe das Wasser doch berührt. Eigentlich. Durchaus möglich. Ja. Also kommst du jetzt zu mir ins Age, oder was? Ja, ich bin schon da. Rüber gehüpft und vorwärts. Hallo, Mr. Baustellenhelm. Ich bin Bob. Bob. Bob der Baumeister. Wird auch Bob der Bilder genannt. Bobs Bilder. Hallo. Wait. Also das Prinzip ist klar, aufgrund der fortgeschrittenen, ich sehe dich,
So halb. Wo hänge ich gerade? Ich weiß noch nicht wo. Ich sehe dich. Wo ist denn hier dieses Lichtmoped? Ich suche hier gerade. Ich versuche mich gerade hier durchzutasten. So. Kannst du mal bitte hier rausgehen, sonst verwirrst du mich. Ja, ich versuche auch mal einen. Ah, ich hab's. Okay, noch nicht. Warte, im Schatten, im Schein gesehen. Ein Auspuff davon. Hallo? So müsstest das sein. Kann ich dich nicht drücken? Also ich stehe vor dem Ding, aber ich kann es nicht drücken. Ja. Grund auch immer. Komm mal rein. Ja, ich bin drin. Siehst du mich? Nee, ne? Ja, ich sehe dich. Lauf mal zu mir. Warte. Halt dich links. Also geh mal an diesen Stühlen da vorbei. Ja, ich bin... Ich erst mal wieder hier searchen. Der Maus. Ah, ich gucke auf... Ah, ich sehe dich. Jetzt bist du vor mir, ja. Ich stehe eigentlich genau vor dem Ding, aber ich kann das Ding nicht drücken. Du stehst genau davor. Ah, ich sehe es. Ja, ich sehe es auch. Sieht den Auspuff nämlich, wenn er jetzt... Ja, ja. Oder triggert der wirklich nur mit... Nee, der triggert nicht nur mit Glühwürmchen. Gut, abgesehen davon, dass ich weiß, wo die Hand ist. Okay, wo? War hier irgendwo. Neben dem... Oh. Direkt am Eingang hier? Ich hier gerade noch mal eben wieder. Oh, war das hier? Du hast ja doch gerade gemacht. Ja, richtig. Kann doch sein, dass das gar nicht der Button für den Schornstein ist. Ja. Oh, nochmal einen kurzen Break. Bis wir das gefunden haben. Oder wir wieder Glühwürmchen geholt haben, eins von beiden. Aber vor Ort. So, jetzt habe ich es doch geschafft, da rüber zu jumpen und ich habe meine Glühwürmchen noch. Zumindest ein Teil. So. Ja, zumindest ein Teil. So, jetzt kann ich mal gucken, genau hier, da müsste... Oh, guck mal, auf einmal geht's. Ja, das war jetzt auch so getriggert, dass du das nicht drücken kannst, bevor du nicht, Richtig, die Glühwürmchen hast wahrscheinlich. Genau. Hier ist die Hand. The last hand. Fingerasse. Oh, das Video wird ein bisschen länger werden. Leider. Aber dafür haben wir die Sage dann auch beendet, quasi. So, und jetzt zurück. Und dann hoffentlich kriegen wir mal wieder ein neues Stück der Story erzählt von der netten Dame. Ich darf nicht laufen mit dem Glühwürmchen gehen, sonst weg. Ich brauchst du nicht mehr. Doch, 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 doch. Ja, 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 ja. Und reisen bitte. Ich hab sie immer noch, ne? Okay. Lassen wir sie mal frei. Wir haben sie ja wieder heile zurückgebracht. Ja, ich bin wieder in meiner eigenen Welt. Ach so, ja, okay.
Aber jetzt brauche ich nur noch die Hand hier drücken und quasi. Dieses Age spenden. You return again. Return to hear more. Return for a third pillar. It's an interesting cycle, this coming and going, giving and taking. Returning is what you must do. For you have torn in half the very being of one of the least. You have heard their pain. Don't falter. Many stories were there for the Dene to learn from, but they didn't hear them. The ancient tales of Tuat's Ocean, or of course, the story of King Shomat and his brothers, which even speaks of gardens and death. But no one truly listened. The garden ages of the proud are beautiful, but they are built on the backs of the least. The ages like Kimo and Gira are a sampling of the playthings of Dene. With disregard, the least were stripped from their homes. The lives in those ages were consumed, and the Dene gave nothing back. And whatever is not given back will be taken. The people of Dene didn't return easily. They only would take until all was taken from them in the great returning, the fall that destroyed them. Dene fell only a few hundred years ago. All of it was removed. And my journey was similar. I could write things that no Dene had ever dreamed of. My writing smashed barriers held as absolutes for millennia. I could change things, I could move things. I could control things. I learned beyond my parents, I learned beyond all. I rode ages against Dene challengers, masters of the art, and they were beaten. I took all that I could hold. Only death can conquer pride so strong. For the Dene and for Yusha, it was death that moved me to return. All died. All but the least. The unproud. The Bahro considered themselves as dead already. And so they continued to watch Dene, always ready to give more away. And now they will return. Ja, das sollte es gewesen sein. Ja, die Sprecherin hat auch beendet. Dann hauen wir uns jetzt einen Pillar. Der Pillar der Weisen. Ja, der hier quasi runterfließt. In Einzelteilen. So. Warum man das kann? Man das kann. Und wir springen hinterher. Dem fließenden Pillar hinterher. Schlecht. Schlecht. Ja, damit hätten wir diesen Pillar auch. Und was haben wir jetzt? Oh, über dem Brunnen hovert jetzt so eine Scheibe. Da dürften mehr Scheiben hovern. Ja. Da fehlen jetzt nur noch. Kann man da jetzt reinspringen? Nein. Tu's nicht. Ja, ein Viertel fehlt noch. Ja, letzte Age, ne? Da müssen jetzt auch wieder zwei von den Seiten sein. Von den Blättern. Zwei von den Blättern. Weil, ja, was über dem komischen Brunnen hovert, sind wahrscheinlich diese Einzelseiten in Ages. Weil der eine ist nämlich geteilt. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das war Myst on an Urlife Folge 8. Ja. Wir haben noch ein Age vor uns. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie es dann hier weitergeht.
wenn wir alle vier Story Ages gemacht haben. Und da kommen mehr, ja, wahrscheinlich. Ja gut, dann danke fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist und wir gefailt haben, wie wahnsinnig, aber es dann doch noch geschafft haben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.